Wenn man von Strömsund aus über die Straße 342, also über den Wildmarkswegen, Richtung Westen fährt, dann erreicht man nach etwa 130 Kilometer den kleinen Ort Geddede. Von hier aus kann man weiter nach Norden über den wunderschönen Stekenjokpass nach Wilhelmina zurück zur E45 fahren. Oder man folgt den Weg zur nahen norwegischen Grenze. Doch bevor die Grenze erreicht ist, geht ein Weg nach Süden ab. Über eine 21 Kilometer lange Erdstraße gelangt man schließlich zu der wohl eindrucksvollsten Schlucht in Schweden am Hellingsau Volland. Vor einigen Jahren sind wir schon einmal auf dieser Erdstraße gewesen. Damals sind wir umgekehrt, weil sie in einem sehr schlechten Zustand war. Dieses Mal ist es jedoch kein Problem. So steht hier in Ströms-Vatydal, haben gewaltige Naturkräfte einigen unserer größten lebendigen Canyons geformt und einen großartigen Wasserfall geschaffen. Der Fluss Lilla Hellingsorn stürzt 43 Meter die Bergwand hinunter und bildet den mächtigen Hellingsau Follet. Anschließend wirbelt der Hellingsorn durch einen 800 Meter langen und 15 bis 60 Meter breiten Canyon und fließt weiter in den See Hetøglen. So steht es auf der Informationstafel.